Oh, mäßig schaut es aber düster aus, so wie ich das sehe. Mal ein paar Setzlinge mit. Da sind noch mehr Augsetzlinge. Was ein schlechtes Lager. Hab ja hier nichts drin. Ach, stimmt. Ich habe auch ein Portal in den Nether gebaut. Ganz vergessen. Guck mal, können wir auch noch mal reinschauen. In Before the Nether ist komplett kaputt. Bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt, bitte sei nicht kaputt. Es regnet im Nether. Da habe ich hier lauter Glowstone Dust, Magma-Blöcke, Nether-Quarz, also ein Jazz halt. Und Soul Sand. Und viel gebaut habe ich hier nicht. Ich bin halt nur herumgelaufen, damit ich Glowstone sammeln kann. Und Nether-Quarz. Und ich glaube, ich wurde von einem Ghast in die Luft gejagt. Aber das ist doch alles hier für eine andere Zeit. So, eigentlich wollte ich jetzt seit 5 Minuten schon einen Schluck trinken. Jetzt habe ich es getan. Endlich. Muah. Ja, hier unten muss ich auch noch eigentlich theoretisch was bauen. Das kommt aber später. Alles später. Gut. Warum steht hier eine Tür? Wir lassen die mal stehen. Sie hat ja niemandem was getan. Die Sonne geht gleich unter. Ich würde halt wirklich gerne zeigen, wie das mit den Sensoren funktioniert. Eigentlich möchte ich nur angeben. Ich gebe es ja zu. Eigentlich möchte ich nur angeben. Aber es schaut so cool aus. Ich glaube, da oben habe ich nochmal Holz. So, 1, 2, 3. Bup. 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 So viele Setzlinge. 1, 2, 3. Bup. Ja, Krienchen, Zottel und Nulli. 1, 2, 3. So, bin ich wieder aus dem Lurker-Modus zurückgekocht und gegessen. Ich hoffe, das Baby hat geschmeckt. Hat ein bisschen was gekostet, das vorüber zu senden. Ich denke auch darüber nach, dass ich hier irgendwann einfach mal mit einem Batzen an Skeleton Dust, wie heißt es? Bone Meal, rüberrenne. Und dafür. Warum ist das ein Stück Kaktus? War das schon immer ein Stück Kaktus? Ich dachte, ich hätte da eine Blume reingesetzt. Anscheinend war das schon immer ein Stück Kaktus. Dann packen wir da mal wieder ein Stück Kaktus rein. Was wollte ich jetzt sagen und nicht lügen? Ich hab's vergessen. So. Irgendwas mit. Hast du das Baby. Hat das Baby geschmeckt und so? Ja. Ach, ich wollte da oben nochmal schauen, wie das ausschaut im Sinne von, sind das Fische? Ich hätte mir vielleicht doch die Patchnotes für 1.13 durchlesen sollen. Guck mal, da sind Fischis. Oh, jetzt nicht mehr. Fischis sind tot. Ach nee, die sind abgetaucht. Hallo, Fischi. Kann ich dich töten? Ich kann dich schlagen, auf jeden Fall. Ich ertrinke gleich. Das Baby? Ja. Du hast was gekocht und gegessen. Ich gehe davon aus, dass das Baby, was ich dir... Warte, ich schwimme jetzt anders. Okay, ich gehe noch immer ähnlich unter, aber ich schwimme jetzt anders. Ich gehe jetzt langsamer unter. Nein! So, ich glaube, die Laternen sind an. Schaut mir nach an aus. Oh, ne? Also, ich bin stolz auf die Laternen, die ich hier habe. Meine beste Kreation. Da seht ihr die Leuchten. Wenn es gleich noch richtig Nacht wäre, ach so, ja, mit einem Ei. Wenn es noch richtig dunkel wäre, dann würdet ihr sehen, dass sie gut leuchten. Aber ist ja gleich richtig dunkel. Ich finde das Straßenlaternen-Design nochmal toll. So, ich bin eins toller Mensch. Ja, pupudupudu. Bin auf den Weg hübsch. Oh, ich bin überhaupt nicht eingenommen von mir. Aber alles, was ich baue, ist hübsch. So, hier hatte ich eine Truhe auch, ne? Ja. Da hatte ich nochmal 6 Truhen drin. Die würde ich sogar mitnehmen. Und Gold. Das nehme ich auch mal mit. Hatte ich hier irgendwie eine Truhe? Nein.
Na, und dann seht ihr hier, da leuchtet es jetzt. Ich finde es halt cool, wie das Dörfchen auch da hinten leuchtet. Also das ist so, einem echten Leben, wenn ich herumlaufe. Ich liebe es ja, nachts unterwegs zu sein, insbesondere auf Brücken, weil man dann einfach so eine schöne Übersicht hat. Und ich liebe es, wenn man dann runterschaut und die ganzen Häuser und Dörfer und sowas einfach nur so vereinzelte Lichter haben. Übrigens, ich habe deinen Lob vorhin gehört. Oh. Mist, sie hat gehört, wie ich sie gelobt habe. Abbrechen, abbrechen, abbrechen! So. Wir haben hier ein bisschen Wald, was ich abreißen kann. Und werde. Nieder mit dem Wald! Keine Heimat für Elfen! Überall muss Industrie hin! Ich reiß einfach nur alle Bäume ab, die nicht zu groß gewachsen sind. Damit ich jetzt keine 700 Jahre damit verbringe. Ja, Bäume fällen, du. Das ist. Ach, guck mal, ich habe hier sogar noch theoretisch ein bisschen was. Oh. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen mehr. Und ich habe hier auch noch lauter Cobblestone. Fast so, als hätte ich hier viel rumgebaut in dieser Welt. Das glaube ich ja gar nicht. Wer würde denn sowas tun? WB Bühli. Maddie ist auch wieder da. Ja. Das ist ein großer Baum. Nein, den fäll ich nicht. Das ist jetzt Abraham Baum. Abraham Baum bleibt stehen. Haben wir noch einen zweiten großen Baum? Bestimmt, ne? Hier, guck mal. Das ist Rolaf. Der Baum hier. Das ist Rolaf. Rolaf der Baum. Was hat denn da jetzt rumgeknackst? Hoffentlich nicht ich. Würde bedeuten, ich wäre alt. So alt bin ich doch noch gar nicht. Und der Klassiker, nicht die Mama. Ach, die Dinos. Das war eine schöne Serie. Hast du jemals das Ende von die Dinos gesehen, Melly? Man, hier kannst du gar nicht upsen. Oh doch, das kann ich. Das kann ich. Ich meine, beim Baumfällen jetzt eher weniger, aber ich kann schon upsen. Vertrau mir. Ich werde, wenn ich den Minecraft-Mittwoch noch ein paar mehr machen werde, dann werde ich höchstwahrscheinlich irgendwo runterfallen, irgendeine Schlucht. Und dann drauf gehen. Das passiert noch alles. Nur 47, ne, Schan? Du hast deine 1 vergessen, 147. Ne, eigentlich 471. Ich bin 471 Jahre alt. Wenn ich mir gerade nicht komplett vertue, dann kommt die Eiszeit und sie sterben. Und das ist das Ende von die Dinos. So, ich könnte noch ein paar mehr. Warte, da kann ich hier auf. Was ist da für 16? Nein. Wann kam das? 1999 oder so mit den Dinos? Ich glaube sogar noch ein bisschen später. Früher meine ich, Entschuldigung. Bin mir gerade gar nicht sicher, wann, aber war das nicht eine Serie aus den frühen 90ern, späten 80ern? Jetzt habe ich nicht zugehört, was war das Ende? Die Eiszeit kam. So, achso, ich habe nicht mitgedacht. Go me. Egal, ich glaube, das dürften vorerst genug Zäune sein. Vorerst. Ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, aber ich glaube, vorerst ist das genug. So, und dann gehen wir jetzt mal runter. Oh, ja, RIP. Die so richtig, schöne Erinnerung, ne? Die sterben. Ha. Oh, shit. Alles gut. Achso, ich könnte ja theoretisch auch einfach, ne? Hier reingehen. Dann hier um die Ecke. Und dann müsste ich da hochklettern können. Hier, nämlich. Und dann einmal wieder zurück. Ich bin auch mit der Brücke so halb zufrieden. Ich wollte da noch ein bisschen was an... fast der erste Obst, genau. Siehst du? Ich wollte hier noch ein bisschen was an Ornamenten und so einen Schmarrn dran machen. Vielleicht mache ich die auch noch mal um 2 breiter. Zu jeder Seite. Ja, dass ich quasi hier noch mal so...
einen Block mache und dann nochmal so ein Reling-Ding, dass ich da einen doppelten Bogen ziehen kann. Die Dinos liefen zum ersten Mal 26. April 91. Früh 90er, yes! Einschulung? Was habe ich mit Einschulung geredet? Achso, Leute, mit Einschulung erstmal Dinos gesehen, das war 99 rum. Ich meine, da war noch alles okay im Leben. Einschulung 99. Wo sind die? Da. Hab ich gerade gemeint, wo sind die Kisten, die ich geklaut habe? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kann ich das Holz reinsetzen. Gut, ich habe hier doch noch. Genau. So, gehen wir das hier rüber. Und da kann ich noch ein bisschen Gold reinsetzen. Was wollte ich eigentlich machen? Was war der Ursprungsgedanke, den ich hatte? Der Ursprungsgedanke, den ich hatte, war, ich brauche Spitzhacken. So, dann machen wir das mal. Was haben die denn heute alles mit ihren Mopeds? Schon wieder eins. So sieht, genau so sieht eine Spitzhacke aus. So. Wunderbärchen, dann gehen wir mal wieder runter. Ah ne, der ist unten, ne? Genau, der ist wieder runter. Der ist durch mich hindurch. Der Minenkarren. Ja, da bin ich zum ersten Mal in die Schule gegangen. Ich war 99,2. Ha, Maddie, deswegen bist du jung. Ja, was, wieso? Was sind denn 4 Jahre Unterschied? Wäre anders, wenn du 16 wärst jetzt. Das macht mich noch immer fertig, dass Menschen, die 2000 geboren sind, dieses Jahr 18 geworden sind. Ja, da fühle ich mich halt instant alt. Moin Tobi, na was geht? Guck mal, da spiele ich Minecraft und zack, Tobi wieder da. Irgendwie fühlt sich auch, so 2005 fühlt sich auch erst an wie gestern. Die Noobs. Zumindest, es gibt Menschen, die in diesem Jahr geboren, die 2018 geboren wurden. Ist auch so eine Sache, die mich so ein bisschen fertig macht. Bin ich der Einzige, der deswegen eine existenzielle Krise bekommt? Oder habe ich da irgendwelche anderen, die noch sagen, ja, ja, wir auch, alles gut. Und da ist wieder richtig schön Stronghold-Musik. Ah, Stronghold ist ein tolles Spiel. Wir benötigen Holz. Die Steuern sind ein bisschen hoch, Milord. Wir benötigen Steine. So ein tolles Spiel einfach. Also das klang jetzt vielleicht nach Sarkasmus. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Geil, Stronghold-Musik, Love. Love is in the air. Dum du dum dum du dum du 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 du. Eigentlich bin ich noch ein 90er, ja. Ja, ich musste meiner Schwester letztens erklären, es gibt immer so super fancy Namen für einzelne Generationen und ich musste ihr erklären, dass wir noch als, dass sowohl sie als auch ich noch als Millennials gelten. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 4, 5. Weil Millennials ist quasi bis 2000. Und danach kam halt Gen Z, meine ich. Also Millennials sind ja auch eigentlich Gen Y. Im Sinne von, sie hinterfragen alles. Und die nach uns kommen, sind halt Gen Z. Für Z. Oh Mist, ich habe einen Stein kaputt gemacht. Es befinden sich Wölfe in der Nähe. Oh, ich erinnere mich noch daran, der verfluchte Wolf, meine ich, hieß der. Als Gegner. Der Misker hat halt einfach die Todesburg auf Doom gebaut. Aber so richtig, insbesondere in Stronghold 2, meine ich, oder Stronghold Crusader, ich bin mir nicht ganz sicher, eins von den beiden. Da hat er halt einfach irgendwie Räume gebaut, die komplett leer waren, wo du durch musstest und fallen ohne Ende. Zeit, weil danach sterben alle, quasi. Je nachdem, wie lange die Honigbiene noch lebt, leben die... Wenn ich bedenke, ich werde noch ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde umherlaufen. Ich hoffe, dass bis dahin die Honigbiene wenigstens noch am Leben bleibt.
Geil, scheinbar Synchronsprecher bei Stronghold. Ein anderes Spiel, was ich geliebt habe, war Harry Potter Quidditch-Weltmeisterschaft. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Ein Spiel, was ich auch unbedingt gerne mal wieder spielen wollen würde, aber ich... Du kannst es halt nirgendwo online kaufen. Ich habe auch schon bei GOG nachgeschaut. Gehabt. Na, Good Old Games. Die haben ja normalerweise immer solche alten Kamellen. Aber kann sein, dass EA ihre Hände da im Spiel haben. Oder halt Warner Brothers. Oder wer auch immer die Lizenzrechte an dem Spiel hat. Schatten, du machst mich irgendwie alt in deinen Streams. Mach ich das? Wieso mache ich dich alt, Büdi? Hier gibt's nur gute alte Nostalgie. Oh, vielleicht deswegen. So, hier haben wir wieder ein bisschen Erde. Die Erde erinnert mich immer an Maulwurfskuchen. Torte, Kuchen, Torte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Torte oder Kuchen ist. Und ich hatte seit Jahren keine mehr. Oh, ich hätte gerne mal wieder eine. Aber die ist so viel Arbeit. Weil Büdi altes Krimp-Büdi. So alt ist Büdi gar nicht. Was macht Hagrid auf dem Quidditch-Feld? Richtig, hockt auf dem Besen und fährt rückwärts. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, ich habe hier mal dieses Pottermore-Quiz gemacht. Also als ich ein Kind war, war ich unglaublich Potterhead. Ich hatte sogar eine Brille mit runden Gläsern. Beziehungsweise eine runde Brille. Einfach nur, weil Harry Potter auch eine hatte. Ja, Fanboy-Matsch, ich weiß. Und da habe ich jetzt auf Pottermore das Quiz gemacht und Pottermore behauptet, ich bin ein Ravenclaw. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil Ravenclaws sind doch eigentlich intelligent. Ich glaube eher, dass ich so ein Hufflepuff wäre. Melly macht den Büli auch alt, armer Büli. So, ich sehe da hinten Licht. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube nämlich nicht, dass wir innerhalb von einer Stunde 20 Minuten schon den kompletten Weg gelaufen sind. Mit denen wir beim letzten Stream über 7 Stunden gebraucht haben. Dafür, dass wir weniger Zeug gemacht haben. Viel Schmier. Ich bin Hufflepuff, aber nicht happy damit. Aber Hufflepuff ist toll. Ich liebe Hufflepuff. Ich hab's mit Harry Potter nicht so. Ja. Ich bin halt... Ich weiß noch, ich habe das erste Buch von Harry Potter vor meiner Einschulung gelesen. Und die Ironie daran ist, oder nicht unbedingt Ironie, aber das Interessante daran ist, in der ersten Klasse wollte meine Lehrerin mir aufs Zeugnis schreiben, ich kann nicht lesen. 1, 2, 3, 4. Lag aber daran, 1, 2, 3, 4. Nicht, dass ich nicht, also ich konnte lesen, so. Ich hatte das bei mir schon im Kindergarten gelernt. Schleswig-Holstein halt, da sind die Kinder alle ein bisschen weiter. Da wirft jetzt ein bisschen Shade Richtung allen anderen Bundesländern. Also ich habe halt, ich weiß gar nicht, warum ich lesen gelernt habe. Ich glaube, in dem Englischkurs, den ich hatte im Kindergarten, habe ich lesen gelernt. Oder davor sogar noch. Aber meine Lehrerin wollte mir aufs Zeugnis schreiben, dass ich nicht lesen kann, weil... Okay, Klein Lennart, beziehungsweise Klein Schatten. Ich war ein großer Dovi. Oder ich war sehr eigen. So. Quasi eigen. Und was ich mir als Kind immer gedacht habe, wenn jemand es nicht mitbekommt, dann interessiert es die Person auch nicht. Und dann muss ich es auch nicht tun. Und dann ging es halt immer darum, bei uns in der Grundschule vorzulesen. Und meine Klasse war halt dermaßen laut, dass ich mir gedacht habe, die hören sowieso nicht zu, die sind viel zu laut, die hören das eh nicht. Dann lese ich auch nicht vor. So, das heißt, ich habe in der Grundschule nie vorgelesen gehabt. Nun hat meine Lehrerin halt gedacht, oh, okay, Schatten kann ich lesen. So, schreiben wir ihm das auf dem Zeugnis. Und dann ist halt meine Mama... zu meiner Lehrerin hingegangen und hat gesagt, sind sie eigentlich komplett dämlich? Warum wollen sie denn meinem Kind aufs Zeugnis schreiben, dass es nicht lesen kann? Da haben sich beide zu mir umgedreht und ich habe gesagt, ja, Klasse war zu laut, ich habe nicht vorgelesen.
Dann schaut die Lehrerin meine Mutter an, als hätte sie ein Pferd quasi den Kopf abgebissen. Und meinst du, ja, von wegen, der kann nicht lesen. Gib mir ein Buch, sagt so, hier, Schan, lies. Ich lese vor, meine Lehrerin wollte nicht mehr. Die wollte deinstallieren. Mehr der Fast and Furious Type. Also alles, was mit Autos und Motorsport zu tun hat, bin seit Kindheit damit geschädigt. Ja, das gibt's halt auch. Eigenartig, ja. Ich bin eine Minderheit. Juhu, Revolution. Keine Revolution, direkt Bann. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3. Es gibt auch eine Sache, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Also meine Grundschullehrerin mochte mich nicht, meine erste. So, weil ich war halt ein Kind. Kennt ihr die Kinder, die quasi alles können und dementsprechend sich für nichts interessieren? So, und meine Lehrerin wusste halt nicht, damit umzugehen. Weil ich war so eins dieser Mistkinder. Das klingt voll gemein, wenn ich das so sage. Also ich war eins dieser Kinder, die wir haben ein Arbeitsblatt bekommen, 5 Minuten später war ich damit fertig und habe mich gelangweilt. So, und meine Lehrerin hat mir dann halt einfach das Arbeitsblatt nochmal gegeben und gesagt, oh, mach's nochmal. Das musste ich halt nicht neu lernen, ich habe es einfach abgeschrieben. So. Toll, da bist du aktiv und unterstützt und schon bin ich weg. Ich belasse euch also. Really, please. So, und da hat sie mir erste Klasse aufs Zeugnis geschrieben, weil ich da gerade aus Schleswig-Holstein runterkam, ne, kannte sowieso keinen, dass ich wohl die Mädchen gejagt hätte? Worauf ich, ne, ich habe da null Erinnerungen dran, im Sinne von, dass ich irgendwelche Mädels gejagt hätte von mir aus der Klasse. Ne, ich durfte auch gar nicht rennen und sowas, also mich konnte jeder, wenn jemand keinen Bock auf mich hatte, ist er einfach weggerannt. So, was häufig passiert ist, wenn ich es zugeben möchte. und ich frage mich noch immer, war ich wirklich so schlimm? Lehrerin wollte ihr Leben, ist ja. Vermutlich. Ich war kein. Ich war halt gelangweilt die gesamte Zeit. Und. Wenn mir langweilig ist, bin ich halt nervig. Ich meine, ich bin so schon relativ nervig, aber wenn ich Langeweile habe, ist das quasi nochmal auf 11 hochgedreht. ja, sie hatte nicht unbedingt viel Spaß damit, mich zu unterrichten, sagen wir es mal so. Ich meine, ich glaube, der Spaß als Lehrerin in der Grundschule kommt auch eher daher, dass die Kinder halt ständig einen Mindblow haben. So, oh, what? Und nicht, wenn dann da so ein Kind hinsitzt und sagt so, aha. Und nun? Aber dafür hat meine, nachdem, war halt quasi, also irgendwann wurde halt gesagt, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht, den testen wir mal. Na, und dann ging es halt da, Intelligenztest und so ein Scheiß, und dann wurde halt gesagt, okay, wir können ihn ruhig eine, war ich hier gerade richtig? Ja. Wir können ihn ruhig eine Stufe hochsetzen. Und meine zweite Lehrerin war dann halt meine Rektorin. Und die wusste, beziehungsweise das war meine dritte Lehrerin. Also meine zweite Lehrerin hatte irgendwann gesagt, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Testet den mal. Und meine Rektorin, die ich dann quasi als Klassenlehrerin hatte, die beiden wussten halt mit Kindern wie mir umzugehen. 1, 2, 3, 4, 5. Wobei ich noch immer kacke war. Büli bespaßt uns. Ja, Büli bespaßt uns. Wobei ich sagen muss, es hatte auch andere gute Gründe. Also ich kam nie mit meiner Klasse damals klar. War halt anders. Keiner von uns war mein Motto. Weiß nicht mehr, wie die gute Dame heißt. Eine Poetry Slammerin. 1, 2, 3, 4. Irgendwas mit Hazel, meine ich. Melly, du kennst sie doch auch, meine ich. Ich meine, du hast sie mir sogar gezeigt. Kindern wie dir, echt mal. Schrecklich. Hazel hört sich schwer an. Hazel, ach Gott, wenn ich jetzt noch ihren Namen wüsste. Melly, hilf mir. Hazel Brugger, genau.
Die hat irgendwann mal gesagt gehabt, wenn du als Erwachsener beschissen bist, liegt es daran, dass du als Kind nicht häufig genug gemobbt wurdest. So. Und ich wurde quasi nur gemobbt. Ich war ein Arsch. Das habe ich... Hallo Auto. Zu meinem 6-jährigen Jubiläum auf YouTube habe ich ja mein allererstes YouTube-Video nochmal angeschaut und... Ei. Himmel, Herrgott, bin ich froh, dass ich mich ein bisschen geändert habe. Weil ich war schon Arsch. So, gebe ich offen und ehrlich zu. Ja, hast mir die gezeigt. Ich glaube, du hast mir einen Link geschickt und ich finde sie halt auch großartig. Wenn ich irgendwann mal höre, / sehe, dass sie bei mir in der Nähe einen Poetry Slam damit macht, ja, dann würde ich da auch gerne mal hin. Aber ich habe dafür Jan-Philipp Zimny relativ häufig bei mir in der Nähe. Der ist ja auch Pott geboren, meine ich. Lebt hier auch. Und FZW in Dortmund ist er, meine ich, monatlich bei einer Veranstaltung dabei. Mit noch 2 anderen Poetry Slammern. Und ja. Poetry Slam finde ich toll. Ganz toll. So eine dieser Sachen, mit denen man einfach Spaß hat. Genau, hier muss ich die Wand auch nochmal durchziehen, ne? Richtig. Die geht auch mit ihrer Stand-Up-Comedy auf Tour. Müsste man einfach mal schauen, wo und wann. Ja, könnte man gegebenenfalls zusammen machen, genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin übrigens hier nicht bei von Haselbrugger gesponsert. Für die das jetzt vielleicht denken. Physik ist schön. Niemand braucht Physik. Exakt. Den Vortrag... ich nenne es mal Vortrag, so, gehört habe. Beim ersten Mal war bei mir quasi noch immer so Abiturphysik drin, beziehungsweise Unterstufenphysik. Ich dachte mir so, ja, lustig, haha. Böse gesagt, übertrieben gesagt. Und dann, als ich meine erste Physikvorlesung hatte und dann gemerkt habe, warum macht man das alles so kompliziert? Hab ich richtig nachgefühlt. Also Jan-Philipp Zimny hat da schon richtig recht gehabt. Gar nicht wahr, alles ist Physik. Ich liebe Physik. Ja. Niemand braucht Physik. So, noch eine Spitzhacke. Mir gehen die bald schon wieder aus. Aber wir sind... Irgendeine Fledermaus ist gerade ertrunken. Oder verbrannt. Oder beides. Das Licht kommt immer näher, aber ich glaube nicht, dass wir an dem Eckpunkt sind. Ich habe das mal in meinem Physik-Leistungskurs vorgespielt. Mein Lehrer hat gelacht. Es ist halt einfach so wahr. Vieles, was du halt in Physik lernst und auch an der Uni, also bei mir war es so gewesen, es hat halt alles angefangen wieder mit Newton. Mit den newtonschen Kräften und so weiter. 1, 2, 3, 4, 5. Gravitation. 1, 2, 3, 4, 5. Und du kriegst da halt keine ach so tollen Übungsaufgaben hin. Also egal, wie schön die Übungsaufgabe klingt, sie ist kacke. Muss ein bisschen aufpassen, dass es nicht so... Jo, deswegen... also, wenn es zu dunkel wird, direkt schreien. Aber ich versuche eigentlich immer hier ein bisschen Licht drin zu haben. Versuchen. Da habe ich schon beim letzten Mal gesagt bekommen... Von Thymon, glaube ich, war das? Dass es schnell dunkel sein kann. Und da gebe ich ihm recht. Das kann es. Nachdem ich dann die Streamaufzeichnung nochmal gesehen habe und mir gedacht habe, oh, kacke. Mein Vorschaubild hat so ein bisschen gedrungen. Nein, meine Fackel. Ist ja dunkler, als es wirklich ist.